Das bin ich. Das ist Diesel. Und das ist Mad Dog. Unsere Haftstrafen waren unterschiedlich lang und ich kam als Letzter raus. Und wenn du einmal drin warst, bleibst du nicht lange draußen. Das ist unser Mann. Hey, Bro, check das mal. Das ist kein Bullenwagen. Wo ist dein Zeug? Also haben meine Jungs eine Willkommensparty für mich organisiert. Ich weiß nicht. Oh, fuck! Oh, jetzt habe ich Blut auf meinem Versace! Versace. Wir brauchen einen richtigen Job. Wisst ihr, weil das einfach kein Leben ist. Das dauert ja ewig. Was für ein Gig? Er hat ein einjähriges Kind, das musst du einsacken. Ich weiß nicht, Mann. Wir reden von einem Säugling, der kriegt das nicht mit. Wäre er schon 4 oder so, würde ich das nicht machen. Würde er nicht machen. Kommen wir zum Spielplan. Ein fetten Job, Kindesentführung. Und das klingt nicht so gut. Stimmt, sehe ich genauso, Mann. Gigs, die einen schwer reich machen. Und danach ab nach Hawaii. Aber das hat auch noch nie geklappt. Also ich glaube manchmal schon. Man hört nur nichts mehr von denen, weil die alle auf Hawaii abhängen und man nie wieder von denen was hört. Und du hast deine Emotionen echt 0,0 im Griff. Nehmen Sie unser Geld, wir verraten Sie nicht. Das ist der Gesuchte! Er weiß, dass wir die Polizei rufen, sobald er weg ist. Nein, machen wir nicht. Ich wollte keine Gerechtigkeit. Verhaften Sie mich jetzt? Ich wollte nur, was ich wollte. So wie jeder. Jetzt seid ihr sowas von am Arsch. Oh, du hast mich erschreckt. Warum bin ich so scary? Du denkst, du hast Probleme? Dann habe ich nachgedacht. Wer mal reich war, weiß nie zu 100%, wer seine echten Freunde sind. Es wird ein Triumph. Wir machen das im Samurai-Style. Jackie Chan. Gehirnerschütterung? Erschöpftes Immunsystem. Ich würde Ihnen gern eine Therapie empfehlen.